Und damit willkommen zurück zu Deus Ex, zu dem Spiel, in dem man Luken fröhlich in die Luft sprengt. Und was, ich mache jetzt einfach mal, ne? Diese Waffe funktioniert nicht unter Wasser. Was? Achso, ich muss mich stellen. Wenn ich geduckt bin, interpretiert er das wohl als unter Wasser und wenn ich stehe, dann nicht. Wie auch immer. Erstmal einen scheuen Blick nach draußen werfen. Zwei Bots. Nee, aber ich habe doch Raketen, ne? Die kriege ich doch bestimmt damit. Habe ich ihn? Nein, die brauchen zwei Raketen. Wie bitter ist das denn? Oder? Ja, zwei. Tatsache. Zwei Raketen. Autsch. So, die Bots sind schon mal weg. Das heißt, hier kann ich jetzt mal gemütlich auf die Pistole umschwenken und mich dann um die menschlichen Gegner kümmern. Die da zum Beispiel. Wow, Raketen. Raketenfuzzis. Mist. Naja, wenn die jetzt hier mit mir rechnen und hier alle hinstürmen, dann werde ich doch einfach mal den anderen Ausgang ausprobieren. Der natürlich offen ist, für den ich keine zwei Dinger brauche, keine zwei Dietriche. Ein Hund. Weniger. Sind hier noch Gegner? Nein. Sind da Gegner? Nein. Okay. Warum ist der einfache Weg nicht verschlossen, aber der schwere schon? Ist ja ein bisschen doof, ne? Verdammt, ist da Glas? Tatsache. Ich komme trotzdem nicht rein. Mist. Dann gucke ich mich mal eben wieder beim anderen Ausgang um. Vielleicht lockt ja der Alarm jetzt die ganzen Typen, die ganzen MJ-12-Typen von diesem Ausgang hier weg. Ja, das wäre auch nur zu schön. Ja, tatsächlich sind sie da drüben. Polizei ist freundlich, so wie Tracer Tong schon meinte. Aber der da? Nicht. Kopfschuss bitte, Kopfschuss. Ja, dann eben du. Was? Das war der Kopf? Verdammt. Raketen. Ja, jetzt kommen sie natürlich wieder an hier rüber. Das heißt, ich laufe mal wieder auf die andere Seite. Lalalala. Dumm, die dumm, die dumm. Ich bin so begeistert davon, dass man die KI so gut austricksen kann. Ich meine, immerhin, ne? Immerhin ist die KI ja einigermaßen klug. Eine dumme KI kann man ja auch nur begrenzt austricksen. Eine KI braucht ja eine gewisse Intelligenz, damit man sie überhaupt austricksen kann. Wenn die so dumm wären, dass sie nicht mal merken würden, wenn ihre Kollegen irgendwo abgeschossen werden und einfach da bleiben, wo sie sind, dann könnte ich die ja gar nicht von einem Ort zum anderen locken. Von daher spricht das ja eigentlich schon für die KI in diesem Spiel, dass das funktioniert. So, da vorne war ein Bot. Not sure what you might find in these buildings, but if you break and enter, be prepared to deal with the Paris police. Ich rede einfach mal mit der Polizei. The metro is closed until further notice. Okay. Der will nicht reden. Boah, ey, da geht's dann noch weiter. Das scheint wieder ein riesengroßes Areal zu sein. Dementsprechend. You travel restrictions. Consult the paper. Gehe ich einfach mal dahin, wo ich gerade schon Alarm ausgelöst habe. Was vollkommen unnötig war, wie ich gerade sehe, weil es hier eine Tür gibt. Eine Lam, yeah. Und eine Biozelle. Und willkommen in Paris, der Stadt der Lichter. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich häng mich mal rein. Kann ja nicht so schwer sein. Ich habe jetzt zwar keine Zugangscodes, wobei, na, in dem Datenkorpus waren die gerade nicht. Ah, Militärbots deaktivieren. Finde ich gut. Mache ich gerne.
Habe ich zwar schon händisch gemacht. Also das heißt händisch, so mit Raketen und so. Aber hey, wer weiß, ob es wirklich nur die zwei gibt. Vielleicht gibt es ja noch mehr davon. Falls ja, habe ich die jetzt ausgeschaltet. Die was? Aukunditas. Keine Ahnung, was das heißt. Das ist bestimmt irgendwas Italienisches hier in Frankreich. Könnte auch Spanisch sein. Der sieht freundlich aus. You found the club. Was? The only one to stay open during martial law. They've hiked up the cover, but you will have to pay if you want to find out if Nicoletta is inside. Can I ask you a question? I am not paid to advise tourists. Take it easy. I just want to know if you've heard of Nicolette Duclair. I have no dealings with Miss Duclair. I sweep the streets. That is my life. But you know her? Where would she be this time of night? I don't have money to waste on that place. Number 13. Club La Porte de l'Enfer. A private club for rich phonies. Number 13. Thanks. If you want Renault, he's in the bar at the hostel. Great. What would I want with Renault? You aren't who he was going to hire. The professional thief? I'm flattered. Ist der Renault jetzt da drin oder ist der woanders? Nee, der ist im Hostel, gell? Er hat gesagt, an der Bar des Hostels. Genau, der Club de la Porte de l'Enfer ist ja nicht das Hostel. Der sucht einen professionellen Dieb. Vielleicht sucht er ja einen Dieb, um darin einzubrechen, wodurch ich mir dann die Eintrittskosten sparen kann. La Porte de l'Enfer, sag ich doch. Aber jetzt werde ich erstmal einen Blick hier reinwerfen, einen scheuen. Das ist so dunkel, da liegt bestimmt irgendwas. Okay, doch nicht. Boah. De l'Enfer. Resistant members aren't the only ones fond of the discreet staff and plentiful shells. Watch your back. Mist. Ich könnte jetzt natürlich vier Dietriche benutzen, um mich da rein zu... Ja, um mich da rein zu ninjaren. Aber eigentlich würde ich gerne das mit dem professionellen Dieb ein bisschen verfolgen. Weil ich vermute, dass die meine Aufgabe sein wird, dort einzubrechen. Und das würde ich mir doch gerne anschauen. Haha. Sag ich doch. Das ist das Hostel. Clear the streets. Mit der Polizei kann ich leider immer noch nicht reden. Oh, ein Gegner. Ein dicker Gegner. Ein toter dicker Gegner. Oh, noch einer. Der lebt aber sogar. Eine Bäckerei. Nein. Er meinte gerade eine Bäckerei? Was? Eine Bäckerei? Warum eine Bäckerei? Aha, aha. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, noch mehr MJ-12. Verdammt. Wo kommen die denn alle her? Nein. Also so genau schieße ich jetzt irgendwie auch nicht mit Pistole auf Maximum. Ist das nicht ein Polizist? Warum schießt der Polizist auf mich? Ich habe doch noch gar nichts eingebrochen oder mich mit Polizisten angelegt. The government has restricted access to the metro. You'll have to get around on foot. Ja. Was haben wir denn hier? Ist das wieder so eine Art Kunstwerk wie im Battery Park? So aus, hä?
Und was ist da hinten? Nichts. Okay, der ist immerhin grün. Guten Tag, Herr Koch. If you want a job, talk to Christy. Nee, wie ist der Typ, mit dem ich... Renault. Und du bist? Ah, Raymond. Chef already okay. Has an assistant. Mich. With business the way it is, because of... Das ist wieder Polizist und Grün. Polizist und Grün. New travel restrictions. Consult the papers. Das ist ein Bot. Warum ist da ein Bot? Ich habe die Bots ausgeschaltet. Aber egal. Er ist schön weit weg und ich habe noch einen Raketenwerfer. Andererseits brauche ich natürlich zwei Raketen dafür. Das geht halt schon ein bisschen an die Munition. Verdammt! Warum greifen die mich an? Sobald der Bot mich angreift. Was zum Henker? Oder war das gerade, weil ich den Automaten gehackt habe? Okay, das könnte natürlich auch sein. Ach, verdammt. Wo habe ich gespeichert? So, mein letzter Spielstand war natürlich unten an der Leiter für aus der Kanalisation raus. Und ich habe das Ganze sogar zweimal nachgestellt, weil beim ersten Mal bin ich wieder angegriffen worden. An einer anderen Stelle von dem Bot. Und daraufhin haben dann auch die Polizisten das Feuer eröffnet. Von daher gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass das wirklich daran liegt. Ja, das tut es. Dass der Bot auf mich geschossen hat und nicht daran, dass ich hier den Automaten hacke. Das heißt, ich kann mir hier ganz gemütlich mein Geld rausziehen. So, sehr gut. Und jetzt speichere ich eine Runde. Und wenn ich schon dabei bin. Okay. Allein schon in dem Moment, in dem ich auf den Bot schieße, sind die mir böse. Gut, aber ich glaube, der Bot ist einer der letzten Gegner hier auf der Map. Das heißt, den will ich noch aus dem Weg räumen, bevor ich mich dann endgültig hier wirklich mal in den Gebäuden und so drin umschaue. Das fehlt ja alles noch. Warum komme ich hier nicht weiter? Keine Ahnung. Hoffentlich kommen die Polizisten nicht jetzt. Ne, sind grün. Alles gut? Sehr schön. So, das war auch nur einer, der eine Rakete braucht. Und von dem habe ich mich fertig machen lassen letztes Mal. Wie peinlich. Aber das geht ja gar nicht. Ah, und hier bin ich jetzt quasi einmal außen rumgelaufen. Ach nein, da ist noch ein Gegner. Also ja, ich bin außen rumgelaufen. Der Gegner hat damit erstmal nichts zu tun. Ist der Polizist jetzt sauer? Ja, verdammt. Sind jetzt alle sauer? Ja, Mist. Nee, komm, das will ich ja nicht. Ich will ja jetzt nicht hier die ganzen Polizisten umlegen. Die machen ja nur ihren Job. Ah, oh, das ist schon wieder zu nah dran. Sag mal! Das gibt's doch nicht. Clear the streets. So, jetzt komm. Ja. Einmal außenrum bitte. Und dann. Geht doch. Und jetzt sind die noch grün. Jawohl. So stelle ich mir das vor. Das brauche ich nicht. Stimmt. Was ist denn jetzt schon wieder mit der Steuerung los? Ah! Was zum Henker? So, den da vorne kriege ich nicht, ohne dass der Polizist auf mich aufmerksam wird. Gut. Da drin war ich schon.
da drüben gibt's auch nichts mehr. Aber hier könnte noch was sein. Ich will nicht nach links laufen. Ah. Sag mal. Ich will doch gar nicht nach links laufen. Meine Güte. Vor allem passiert es ja selbst, wenn ich die Taste nicht drücke. Einfach so mittendrin. Ich will einfach nach links. Na egal. So. Jetzt zur Abwechslung nach rechts. Na. New travel restrictions. Consult the papers. Ach, verdammt. Naja, das wird schon irgendwie. Wird schon irgendwie passen. Genau. Beim letzten Mal meinte ja Tracer Tong, dass irgendwie diese Bäckerei hier, das soll wohl eine Bäckerei sein oder ist wohl eine Bäckerei. Dass es da drin Infrarotüberwachung gibt. Ja, Boulangerie Centrale. Also zentrale Bäckerei. Und die ist allerdings leider. Kann ich gerade nicht stehen bleiben, um es zu zeigen. Hä? So, jetzt. Die ist verschlossen. Verschlossen mit zwei. Sag mal! Dietrichen! Ich komme aber leider nicht rein. Hä? He is mine. Warum? Warum ist der jetzt böse auf mich? Weil ich die Tür gehauen habe? Oder was? Change the description. Was? Also, da ist er. So. Hier. So, wenn die Evan sauer auf mich sind, dann laufe ich hier mal kurz amok. Aber was es da drin gibt in der Bäckerei, das erfahren wir dann leider erst beim nächsten Mal, weil ich kann so nicht spielen. Ah, verdammt. Tschüss.